Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde 1 plus 1 mit eurem Rob auf den Neon Violett Square LE. Die Namen werden immer länger. Wieder ein ZVZ, habe ich gesagt. Ich denke doch, diesmal nur ein Platin-Spieler. Das hat nichts zu bedeuten. Das letzte Spiel war natürlich, naja. Ich würde sagen, wir probieren mal was anderes. Aber wenn ich wieder Lust hätte auf den 14 Pool, wir spielen jetzt einfach mal einen normalen Bild. Das heißt bei 16 die Hedge. Aber dazu gehe ich halt scouten, weil ich muss wissen, was der Gegner macht. Nicht, dass ich dann nur böses Erwachen habe und der Gegner spielt 12 Pool oder irgendwas. Aber bei der Map ein 12 Pool wäre schon puh. Mutig, sehr mutig. So, der Overlord kommt. Gucken wir mal, wie wir die Overlords hier positionieren können gegen Zerg. Ist eigentlich am Anfang noch egal. Wir stellen einfach mal einen da ab. Und du gehst hier hinter. So, dann kommt jetzt die Echse. So, Echse ist gleich auf dem Weg. Echse ist auf dem Weg. Bauen wir noch eine Krone. Gas kommt. Noch eine Krone gleich. Und dann sparen wir auf den Pool. Okay, er macht das gleich wie ich, wie es aussieht. Oder macht er Double Expansion? Weil er tut ja gar nichts weiter. Nimmt noch kein Gas, okay. Vielleicht kommt eine Double Expansion bei ihm. So, du kannst weiter da und du kannst immer da und du kannst wieder da. Nee, keine Double Expansion, dann gibt es ja eine Gold. Oh, wow, das ist so eine schwache Gold. Ich würde die nicht nehmen. Theoretisch kann ich mir jetzt Beinkohle bauen. Theoretisch, praktisch noch nicht, weil er nicht durch ist. Da wäre jetzt natürlich der 14 Pool, ne? Spankroller Rush. Hätte ich jetzt bauen können. Aber der Force ist, dann bringe ich ihn dazu, forcen, dass er eine Linie baut vielleicht. Ich probiere es einfach mal, ich fäng's mal an. Vielleicht bringt's ja was. Oh man, Spankroller Rush, was soll's. Noch ein paar Linge dazu. Upgrade noch nehmen, noch ein paar Linge. Ich hätte schon mehr Linge gebraucht davon. Also gut war das nicht. Theoretisch müsste das jetzt schon lange gesehen haben. Praktisch weiß ich nicht, wo sie überhaupt mitbekommt. Boah, braucht der lang. So, 50 Minerals hat er bekommen. 100 Minerals hat er bekommen. Seine Kosten hat er schon mal rein. Seine Kosten hat er mehr als rein. Aber er hat auch Linge gebaut dadurch jetzt, ne? Aber war mal lustig. Spinecrawler Rush. So, dann bauen wir hier noch einen Spinecrawler. Hier noch eine Queen. War ja schon genug Queens. Da haben wir einen Urlaub bekommen. Die könnte auch fliegen. Mit seinen beiden Queens. Oh, ich habe zum Glück zwei gebaut. Alles schick. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Truppen gleich. Ich werde auf Hydras gehen. Da kann ich die Overlords vielleicht noch killen. So lange probiere ich es einfach nur hier vorne zu halten. Wenn mir das möglich ist. Theoretisch könnte das machbar sein. So. Weiter hochdrohen. Immer noch weiter hochdrohen. Hier mal einen Lingen schicken. Jetzt machen sich ein paar Linge auf den Weg. Das heißt, ich muss Linge bauen. Da kommen die Linge. Das sind nur ein paar.
natürlich nicht, was ich gebaut habe. So, dann gehen wir zu Fight Russ. Nehmen noch Upgrades und drohen weiter hoch. Nehmen jetzt die Echse. Die hat zwar nicht so viele Minerals, aber egal. Es könnten halt Leo kommen. Also Leo wäre jetzt perfekt, weil er weiß ja nicht, dass ich auf Fight Russ gehe. Schauen wir mal, wobei 2 Base, Flieger oder 3 Base, Mutas gegen Spawncrawler ist nicht so sehr effektiv. So, das 1-1 Upgrade kommt. So, dann müssen hier noch 3 dran. Du noch mit dran und noch ein paar Drones. Eine Runde schmeiße ich noch. Du musst mal hier weg. Ihr Pock kann schon da mal aufmachen. Und wir bauen halt was. So, Hydro Upgrade kommt, das kommt. Wir kümmern uns weiter ums Makro noch ein bisschen. Und um Overlords. Mach das da einfach nur kaputt. Overseer, der alles scoutet, ist auch okay. Hat halt viele Scouting-Informationen, hoffentlich kann er sie auch nutzen. Zeige ich meinen Hydras. Und noch mal Hydras. Stehen hier noch irgendwo Overlords? Er hat eine Linge, okay. Mehr Hydras. Was machen denn die Linge nur? Können die dann nicht angreifen? Können die nur da angreifen? Ich verstehe es nicht. Viel mehr Hydras. Mehr Overlords. So, das Upgrade kommt auf. Das 1 ist gleich durch. Und noch mehr Overlords. Ich weiß nicht, wie es ecotechnisch bei ihm aussieht. Aber ich könnte mal denken, er steht etwas besser da. Er macht dort ordentlich Creep Spread. Schauen wir mal, wie es läuft. Seinlinge, Ling, Bailing. Bailing ist nicht so gut. Und er hat Mutas. Er hat einfach nur Mutas. Das heißt, sie brauchen mehr Hydras. Und theoretisch noch Roaches. Für die Bailinge. Und natürlich überall ein paar Türmchen. Vor allem noch in der dritten. Zum Glück hat er das nicht bekommen. Das ist gut. Hier brauche ich einfach nur die Queen nach. Ihr Obis müsst auch alle gesaved werden. So, ja, die tun mir nichts weiter. Vorne bunkere ich mir einfach noch ein mit ein paar Türmchen und dann geht's gleich weiter. Sehr schön. Da noch hin. Upgrade ist durch. Roach Upgrade noch nehmen und Roaches bauen. Und dann müssen wir eigentlich gleich tot pushen können. Unten kommen die Linge. Die müsste ich bekommen. Ja, das sieht gut aus. Die Linge bekomme ich alle. Er hat mal ein bisschen was rausgenommen. Machen die Türmchen nicht mehr so viel Schaden? Jetzt verliert halt alle Mut aus.
Okay, da muss ich jetzt durchdrücken. Denn ich habe etliches verloren. Wobei, es geht eigentlich. So viel ist es gar nicht. Oder einfach nur Banelinge haben. Und dann sieht es halt schlecht aus. Nehmen wir erstmal die ganzen Supply raus. Ja, die Türmchen bringst du. Oh, die Banelinge bringst du auch. Hat er mehr Echo als ich und ich habe zu wenig Roaches. Null Nuller Linge und 1 Nuller. Davon. Hoffentlich kann ich genug nachdrücken. Verteidigt habe ich es nochmal bekommen. Sehr gut. Weiterbauen und wieder nachdrücken. Brauche noch ein paar mehr Blöcke. Müsste demnächst doch wieder exen. Aber auch dazu keine Minerals. Auf jeden Fall noch mehr Roaches. Sonst sterbe ich wieder so schnell. Die paar reichen da nicht. Ich hätte auch jedes Mal dicke Armeen gehabt, aber ich habe halt schon 1-1 Upgrade. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt das bringt. Ich brauche halt echt viel, viel mehr Truppen. Vor allem mehr Roaches. Mehr Mietschild. Ich habe halt ihnen auch keinen Ego-Schaden gemacht. Ich muss einfach mal hier oben lang gehen. Machen einfach die Linge durch. Brauche ich noch Spinecrawler in der Echo-Line. Gucken, wo wir jetzt reinkommen. Wir nicht genug Hydras gehabt. Er hat immer noch 1-0. Ich habe nicht mehr genug Income. Ich würde sagen, das ist verloren, das Spiel. Ich habe einen Haufen Gas, aber keine Minerals. Auch viel, viel mehr Minerals. Aus dem Gas raus, was soll's? Ich hab genug Gas. Ihr drei aus dem Gas raus. Hat halt einen Haufen Hydras. Mutas. Wird auch schon ordentlich geäxt haben. Schade, das Upgrade nicht mehr gekriegt. Und nimmt mir jetzt hier alles raus, wie es aussieht. Ja, das ist vorbei, das Spiel. Kann noch mal vorgucken, aber das sieht schlecht aus. Da wäre ich weggemutert. 2-0er Mutas, da habe ich keine Chance mehr. Das ist vorbei.
Eure Streitkräfte werden. Ich gucke einfach nur mal, wo ihr überall schon geäxt habt. Ich denke mal, hier wird eine Echse sein. Ja, na klar. Ja, dann macht euch mit dem Mut, das macht nämlich doch schon weg. Da können wir rausgehen. GG, das war nicht so gut. Hat er mich einfach nur weggemutert. Mit dem Baning war vorhin schlecht. Hätte einfach nur ein paar mehr Roaches, dann wäre ich durchgekommen. Tja, war halt einfach besser. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin, ciao. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, könnt ihr gerne kostenlos unten links abonnieren, wie immer dann oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts ein anderes Projekt für uns. Dann schaltet doch morgen wieder ein und ciao, euer Rob.